habe ohne Wissen meiner Eltern 8-mal die Schule gewechselt und da war ich noch nicht mal volljährig. Hi, ich bin Josef und ich hatte eine relativ kurvige Schullaufbahn. Ich bin Hans Sarpay und meine Schullaufbahn in Deutschland war ganz normal. Aber was wäre, wenn ich gar keinen Schulabschluss hätte? Oder die Schule komplett abgebrochen. Das wollen wir heute in einem kleinen Gedankenexperiment herausfinden. Hans ist ein ehemaliger Profifußballer mit beeindruckender Karriere. Eine Art deutscher Chuck Norris und heute Fußballtrainer für Jugendliche sowie Allround-Entertainer. Und ich bin Regisseur und Drehbuchautor für Film, Fernsehen und Hörspiel. Und YouTube. Aber wäre ich das auch ohne Schulabschluss? Ich bin mit 3 Jahren nach Deutschland gekommen, nach Köln. Bin dann hier in den Kindergarten gegangen, dann in die Grundschule. Es war einfach so, dass meine Eltern eben nicht hier groß geworden sind, die Sprache nicht so konnten, also mir auch bei den Hausaufgaben gar nicht helfen konnten. So musste ich mich selber irgendwie durchfuchsen. Was wäre aber passiert, wenn Hans direkt nach der Grundschule seine Schullaufbahn abgebrochen hätte? Das ist in Deutschland gar nicht so einfach. Wenn deine Eltern es zulassen, dass du nicht zur Schule gehst ohne Grund, dann können die durchaus auch ein Bußgeld bekommen dafür. Was wären die Konsequenzen für Eltern und Kind? Wie extrem kann da werden? Die schlimmste Maßnahme ist, dass die Polizei zu euch nach Hause kommt und euch zur Schule bringt. Nicht zur Schule gehen scheint also wesentlich anstrengender zu sein, als einfach hinzugehen. Habe ich verstanden. Nach der 4. Klasse wird einem empfohlen, in welche Schulform man weitergeht. Bei mir war es so, dass sie meinen Eltern gesagt haben, ich sollte in die Hauptschule gehen. Aber ich war sehr, sehr gut auf der Hauptschule. Da ist mein Vater so ein Lichtlein aufgegangen und er hat gesagt, okay, dann, du musst auch aufs Gymnasium. So bin ich dann aufs Gymnasium gekommen. Und ich habe aber gemerkt, dass die einfach ein Stück weiter sind, viel schneller. Und da bin ich dann irgendwann nicht mehr mitgekommen. Bin dann vom Gymnasium auf die Realschule gekommen. In der 10. Klasse habe ich meine Qualifikation bekommen, um mein Abi zu machen. Bin von der Realschule auf die Gesamtschule in Köln-Chorweiler gewechselt und habe dort mein Abitur gemacht. Meine Eltern hatten nicht viel Geld, aber ich bin trotzdem privilegiert aufgewachsen. Nach Kindergarten und Grundschule stellte sich die Frage, wohin es weitergehen soll. Und mit einem Eignungstest konnte ich mich fürs Gymnasium qualifizieren. Mein Klassenlehrer war aber der Meinung, dass ich eher auf die Haupt- oder Realschule gehen soll. Meine Eltern überließen mir die Entscheidung und ich wollte dahin, wo all meine Freunde hingegangen sind. Und das war die Realschule. Da war ich aber tatsächlich ein bisschen unterfordert und gelangweilt, störte öfter mal die Klasse und anstatt zuzuhören, habe ich angefangen, erste Geschichten zu schreiben. In der 8. Klasse hatte ich die Chance, im Kinofilm Crazy mitzuspielen. Das veränderte mein Leben natürlich drastisch. So nah am Traum vom Filmemacher war ich noch nie. Und da fand ich auch raus, dass ich für die Filmhochschule mindestens Abitur haben muss. Also wechselte ich nach der 10. Klasse der Realschule erfolgreich aufs Gymnasium. Im Gymnasium startete dann eine recht ungewöhnliche Odyssee. Ich fühlte mich überhaupt nicht wohl. Das war für mich alles elitäres Gehabe. Und alle, die nicht schon seit der 5. Klasse im Gymnasium waren, wurden dort ausgegrenzt. Das ärgerte mich übertrieben. Meine Eltern meinten zu mir, ich sollte mich durchbeißen, denn Künstler werden darf man nur mit Abitur. Also habe ich einen kleinen Trick angewandt. Ich bin einfach zu einem anderen Gymnasium gefahren und habe gedacht, vielleicht gefällt es mir da besser und habe mich selbstständig dort angemeldet. Nachdem ich herausgefunden habe, dass es mir da auch nicht gefällt, habe ich das Spiel weitergetrieben. Ich habe mich einfach abgemeldet beim Sekretariat, niemand hat gefragt, ob ich volljährig bin oder nicht und bin zur nächsten Schule. Das Ganze habe ich dann 8-mal gemacht, über ein halbes Jahr verteilt. Bis ich endlich die Gesamtschule in Waldpool gefunden habe, wo ich mich dann wirklich wohlgefühlt habe und Menschen getroffen habe, die auf Augenhöhe mit mir umgegangen sind. Meine Eltern glauben, ich bin von dem Elite-Gymnasium rüber zur Gesamtschule gewechselt. Die ganzen 1000 Zwischenschritte wissen sie nicht. Also vielleicht jetzt, wenn sie dieses Video hier gucken. Dann habe ich mein Abitur auf der Gesamtschule gemacht und war fertig. Aber was wäre, wenn ich überhaupt nicht mehr zur Schule gegangen wäre? Wie sähe mein Leben und mein Alltag jetzt aus? Laut dem Bundesinstitut für Berufsbildung sind Menschen ohne Berufsabschluss häufiger arbeitslos und vom Staat abhängig. Vermutlich wäre ich also auf staatliche Unterstützung angewiesen, hätte wahrscheinlich kein Filmstudium gemacht und auch keinen mittelgroßen YouTube-Kanal. Mein Leben sähe ganz anders aus. Um mein Leben zu finanzieren, müsste ich erstmal einen Job finden. Das ist natürlich schwierig, ohne Schulabschluss, ohne Ausbildung und ohne nennenswerte Allgemeinbildung. Denn so viele Jobs, auf die das Profil zutrifft, gibt's nicht. Laut Bildungsbericht 2018 lag die Arbeitslosenquote von Menschen ohne Berufsausbildung bei fast 20%. Mit Berufsausbildung waren es nur 4%. Wenn man nach Jobs für Menschen ohne Schulabschluss sucht, wird einem fast überall nahegelegt, einen Schulabschluss zu machen oder sich irgendwie anders weiterzubilden. Denn letztlich, ohne Schulbildung gibt es eigentlich keinen Beruf, den man lernen kann. Wer keinen Schulabschluss hat, hat in aller Regel ja auch keine Ausbildung. Das heißt also, es werden immer schlechter bezahltere Jobs sein, die man kriegt. Keine nachweisbare Bildung heißt also viel, viel weniger Jobs und auch viel schlechter bezahlt. Trotzdem besteht die Chance, dass man immer wieder arbeitslos werden kann und dann wieder zur Schule muss, um überhaupt noch irgendeine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Hätten Hans und ich trotz aller staatlichen Mühen noch nicht mal die Grundschule regelmäßig besucht,
wäre auch die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass wir 2 von über 6 Millionen Menschen in Deutschland geworden wären, die nicht richtig lesen und schreiben können. Auch wenn viele funktionale Analphabeten in der Regel einen Schulabschluss haben. Das hätte unsere Chancen auf Jobs und die eigene Weiterbildung deutlich geschmälert. In die Medienbranche kommt man natürlich auch als Quereinsteiger rein. Trotzdem weiß ich, dass es mir sehr viel gebracht hat, dass ich ein bestimmtes Bildungslevel hatte, weil es mich selbstbewusster gemacht hat und ich einen besseren Überblick über die Gesamtsituation hatte. Ich hätte mich jetzt nicht austoben können, was ich jetzt mache. Ich habe eine eigene Firma, bin im TV unterwegs, bilde mich weiter. Und hätte ich nur den Hauptschulabschluss, wären viele Türen geschlossen gewesen. Ich hätte viel anders kämpfen müssen, um diese Türen zu öffnen. 20, 25 Jahre später bin ich sehr, sehr froh, dass ich diesen Weg, weil der war ja auch nicht einfach, war auch eine Doppelbelastung, dass ich den auch gegangen bin. Bildung hat also einen enormen Einfluss auf unser Leben und ihre Wichtigkeit kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Auch wenn es am deutschen Bildungssystem so einiges zu kritisieren gibt. Aber wie privilegiert wir wirklich sind, merkt man, sobald man in andere Länder schaut. Ja, wir haben ja eine Schulpflicht. Und das hört sich jetzt natürlich total nach Zwang an, aber eigentlich ist es das gar nicht. Sondern eigentlich ist es ein Recht, was dahinter steckt. Nämlich der Staat, also eure Stadt, die sind verpflichtet, ein gutes Schulsystem vorzuhalten, wo wirklich jeder und jeder hingehen kann. Wo ihr wirklich eure Abschlüsse machen könnt, wo ihr euch fürs Leben vorbereiten könnt. Und das ist in der Welt nicht überall so, längst nicht überall. Während man sich in Deutschland quasi aktiv gegen das Bildungsangebot wehren müsste, sieht die Lage international anders aus. In einem Bericht von 2018 stellte die UNESCO fest, dass 273 Millionen Kinder weltweit keinen Schulzugang haben. In Äthiopien beispielsweise können nur die Hälfte der Erwachsenen richtig lesen und schreiben. Genau dort in Äthiopien bemüht sich die Stiftung Menschen für Menschen darum, den Zugang zu sauberen und gut ausgestatteten Schulen auszubauen. Mit dem Bau von neuen Schulgebäuden oder gänzlich neuen Schulen, dem Bohren von Brunnen und weiterer Unterstützung arbeitet die Stiftung Menschen für Menschen in Äthiopien. Mir liegt die Arbeit von Menschen für Menschen so sehr am Herzen, weil sie ja seit 40 Jahren sehr aktiv in Äthiopien sind und mit der Bildung versuchen, die Armut dort zu bekämpfen. Durch Wissen entwickelst du auch deine Persönlichkeit, dein Talent, aber auch dein Selbstbewusstsein. Das weiß ich auch von mir selber auch. Wenn man sich weiterbildet, dann kriegt man ein großes Kreuz und ist selbstbewusst und geht ganz anders in den Bereich hinein, ob es im Beruf oder im Sportlichen ist. Und deswegen ist Wissen und Bildung so wichtig. Daher möchte ich auch euch dazu aufrufen, anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Stiftung zu spenden. Aktuell bauen Menschen für Menschen neue Schulen in Äthiopien und ihr könnt dabei helfen. Vielen herzlichen Dank für euer Interesse. Vielen, vielen Dank an Hans, dass er sich die Zeit genommen hat, uns diese Einblicke in sein Leben zu schenken. Und danke an die Stiftung Menschen für Menschen für ihre wichtige und wertvolle Arbeit. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr etwas spendet. Ich werde auf jeden Fall jetzt was spenden. Bis bald.